Willkommen zurück zu Final Fantasy 4 und zwar wieder in Missidia. Ich war ein bisschen shoppen, was Ausrüstung, Verteidigung angeht. Da hat sich bei den anderen nicht viel getan, außer bei Teller, der jetzt eine Feuerrute hat. Und Kopf und so hat er immer noch nichts. Da habe ich nichts gefunden. Genauso wie bei Cecil. Allerdings hat der etwas mehr bekommen. Der hat jetzt ein Lichtschild, einen Spitzhut. Ich kann aber auch einen Lichthelm nehmen. Dann würde sich aber nur die normale Abwehr ändern und nicht die Reflexe, Magie, Abwehr, Magie, Reflex. Also man kann sich immerhin entscheiden, ob man halt die physische Abwehr nimmt eher oder halt eher auf Magie geht. Ich habe es jetzt mal bei Magie belassen, obwohl ich finde, dass es natürlich vom Set her zu Lichthelm und Lichtschild besser zusammenpasst als Spitzhut, aber egal. Dann hat er noch den Erdanzug bekommen und den Rubinring habe ich ihm angezogen. Das ist eigentlich ganz schön. Die Items konnte ich noch nicht kaufen, weil ich glaube, dafür müssen wir erstmal mit den Leuten quatschen und das mache ich mit euch zusammen. Unglaublich, einen solch strahlenden Ritter habe ich noch nicht gesehen. Da ist wieder das Mädel. Deine Gestalt blendet mich geradezu. Du bist wahrhaftig ein Paladin in voller Pracht. Oho, du bist jetzt also ein richtiger Paladin? Wie kann es sein? Du hast wirklich den Berg der Tortur überlebt? Ja, haben wir. Was macht das Mädel jetzt? Kann die uns wieder verwandeln? In ein Schwein oder nicht? Die Blöde, ich mag die ja nicht, dass sie uns immer hier einfach verwandeln kann. Vielleicht macht sie es aber auch nicht mehr, weil wir jetzt ein Lichtpaladin sind. Ich werde müde. Na toll, ich glaube, sie hat es wieder geschafft. Oh, du musst noch viel lernen. Okay, wir sind wieder ein Schwein. Das ist so traurig. Und dann wacht er auch noch immer so hinter der Kneipe irgendwo wacht er auf. Können wir das rückgängig machen, indem ich rausgehe? Nein, dann bin ich immer noch ein Schwein. Das ist schön. Möchte das aufheben. Wir sind alle ein Schwein. Schwein. Ziele in Schweine verwandeln. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie Medica nehmen, können wir das dann rückgängig machen? Aber wir können ja gar nicht zaubern. Was können wir denn tun? Das hebt nur Frosch auf. Ist immer dasselbe Problem. Erhöht maximal LP um 50. Oh, schön. Kann ich ja mal benutzen, den Silberapfel. Die Frage ist aber erstmal, wie kriegen wir das mit dem Schwein weg? Haben wir nicht irgendwas? Nee. Dann bleibt es beim Schwein. Ein Paladin? Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Eigentlich bist du jetzt gerade eher ein Schwein. Der Teufelsweg wird so wie mir. Ja, okay. Ja. Sei dir stets der Gesinnung eines Paladins bewusst. Möchte, dass die Oma uns mal zurückverwandelt, die Truller. Weil die auch immer so gemein lacht. Glaublich, du warst erfolgreich? Ah, diese Erscheinung. Du bist wirklich zu einem Paladin geworden? Ich kann das nicht fassen. Okay. Wie gesagt, eigentlich sind wir gerade eher ein Schwein. Aber gut. Ich weiß nicht, wo die Oma ist. Dann gehen wir jetzt mal als Schwein zu ihm hier. Denke ja nicht, ich würde dir deswegen vergeben. Was denn vergeben? Weiß ich gar nicht. Wohnt hier noch jemand? Hier die vielleicht? Bei dir hatten die damaligen Ereignisse tiefe Wunden hinterlassen, nicht wahr? Ich bete auch für deinen Seelenfrieden. Nee, können wir auch nichts machen. Schade, dass man bei den Brunnen sich nicht zurückverwandeln kann. Das ist echt total dämlich, ein Schwein sein zu müssen. Du kehrst also gewandelt zurück. Wie ihr seht, hatten wir Erfolg. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er es schafft. Auch nicht? Vergib mir bitte, aber ich hatte dir die beiden zugeteilt, damit sie dich überwachen. Wir mussten sicher sein, dass deine Motive rein sind. Aber wie es scheint, waren die Zweifel unbegründet. Palom porum, gut gemacht.
Nun, jetzt weißt du es. Es tut uns sehr leid, dir nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Aber nein, ihr habt verständlich gehandelt bei allem, was ich damals getan habe. Aber diese Taten liegen nun hinter dir. Du bist aus eigener Kraft ein Paladin geworden. Woher hattest du dieses Schwert? Ich habe es auf dem Gipfel des Berges erhalten. Die Inschrift auf der Klinge. Das sind die Worte einer Legende, die seit Generationen im Mysteria überliefert wird. Eine Legende? Geboren aus dem Drachenschlund, getragen von den Sternen, werden hoch am Himmel durch Licht und Dunkelheit im Traum geschlossene Gelübde erneuert. Der Mond ist in ewiges Licht gehüllt und kennt die Dunkelheit nimmermehr. Sein Strahlen bringt der Erde Segen, doch von kurzer Dauer ist die Dunkelheit. Das Licht auf dem Berg nannte mich seinen Sohn. Wessen Stimme war es, die ich hörte? Ich weiß weder, was dieses Licht war, das du auf dem Berg der Tortur saß, noch kenne ich den Sinn dieser Worte. Ich weiß nur, dass wir Mysidianer seit Generationen dafür beten, dass sich diese Legende bewahrheitet. Und dass wir auf denjenigen, der das heilige Licht in sich trägt, vertrauen sollen. Ich glaube, du könntest derjenige sein. Es ist jetzt also an uns, Golbis so schnell wie möglich auszuschalten. Ah, Teller. Lang ist es her, mein Freund. Wir haben ihn auf dem Berg der Tortur getroffen. Der Alte hat da oben Meteor gelernt. Meteor? Dann müssen die gegenwärtigen Ereignisse von solcher Tragweite sein, dass sie selbst die alten Siegel aufbrechen. So scheint es. Und jetzt habe ich die Mittel, meine Enna zu rächen. Rächen, sagst du? Golbis hat sie ermordet und ich werde dasselbe mit ihm tun, mit der Kraft von Meteor. Teller, alter Freund, lass dich von Hass leiten und es wird dein Untergang sein. Du bist nicht bereit für Meteor. Der Spruch würde dich verzehren, würdest du ihn jetzt benutzen. Wenn ich dabei umkommen soll, dann sei es. Deine Taten dürfen nicht ungesühnt bleiben. Du bist so stur wie eh und je. Du hast dich kein Stück verändert. Das hast du auch nicht. Doch Cecil ist jetzt dein Paladin. Vereint ihr eure Kräfte, habt ihr eine Chance. Aber wollen wir Golbis entgegentreten, brauchen wir ein Luftschiff. Unser Weg führt uns nach Baron. Einverstanden. Ich werde den Eingang zum Teufelsweg öffnen. Als Paladin sollte es dir möglich sein, ihn gefahrlos zu passieren. Eilt nach Baron. Ich werde mich in den Turm der Gebete zurückziehen und für euch beten. Geh jetzt, Paladin Cecil. Die Geschicke der Welt liegen in deinen Händen. Hab Dank. Palum, Porum, ihr braucht Cecil nicht mehr zu begleiten. Eure Arbeit ist getan. Nein, das ist sie nicht. Ihr habt uns aufgetragen, ihn zu unterstützen oder etwa nicht. Und das werden wir auch tun, bis zum Ende. Bitte, Meister, erlaubt uns auch zu gehen. Ihr beiden, so sei es. Das Licht des Berges der Tortur hat euch empfangen. Dies mag sehr wohl auch euer Schicksal sein. Ich kann Mysidia nicht verlassen, doch vielleicht könnt ihr Cecil helfen, wo ich es nicht vermag. Cecil, Teller, ich bitte euch, auf die beiden Acht zu geben. Aber sie sind doch noch... Wir sind was? Du hast unsere Kraft gesehen. Genau, und überhaupt. Hab keine Angst, ich sorge dafür, dass sie sicher sind. Dann habe ich keine Einwände. Juhu, auf geht's. Das wird aber kein Ausflug, Palom. Der Eingang zum Teufelsweg liegt im Osten der Stadt. Er bringt euch nach Baron. Ich werde im Turm der Gebete für euch beten und für alle anderen auf dieser Welt. Möget ihr erfolgreich sein. Yeah. Das Licht in dir war nur ein kleiner Fleck im Dunkel, doch jetzt ist es eine strahlende Sonne. Wenn unser Ältester dir vertraut, dann wollen wir es auch. Der Dunkelritter ist nicht mehr und du kehrst als Paladin zurück. Das muss Bestimmung sein. Okay. Kristallsaal. Hier haben wir voll gefightet und so. Nur mal eben gucken, ob hier noch irgendwas Cooles ist. Bevor wir uns auf den Weg machen. Schön wäre, wenn man sich, wie gesagt, irgendwie zurückverwandeln könnte. Ich will nicht mehr ein Schwein sein. Ein Schwein sein auf dieser Welt. Allein sein. Ein Schwein sein. Ja. So, der Weg ist jetzt hier frei. Teufelsweg. Wollen wir mal. Ab die Post.
Oh, voll die coole Musik. Cool, und hier kommt man dann immer wieder zurück und so. Das ist ja cool. Hallo. Neman befindet sich der Eingang zum Teufelsweg, jedem unheiligen Weg, der nach Mysidia führt. In friedlicheren Zeiten war dies eine belebte Handelsroute, doch seit die Magier den Weg auf ihrer Seite versiegelt haben, ist es damit aus. Hier unten gibt es noch einen militärischen Übungsraum, ihr braucht aber sicherlich keine Lektionen in Kriegskunst. Doch. Übungsraum. Auch in Höhlen gibt es Orte, an denen ihr speichern könnt, macht euch das zunutze. Schnellere Entscheidungen sind das A und O im Kampf, aber es kann nicht schaden, die Kampfgeschwindigkeit zu senken, bis alles sitzt. Falls ihr wirklich herausfinden wollt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid, stellt ihr den Optionen den Kampfmodus auf aktiv um, dann steppt der Bär. Diddle. Die Gruppenmenü. Ja, ja. Tabulator, Reihenfolge zu ändern. Bedenken Sie, dass sie um sich zum Mut gehört und dafür sorgt, dass sie nicht Phoenix Down herumrangeln. Wenn eine Schlacht schief läuft, flüchten sie mit M. Nicht vergessen, es gibt viele Zaubersprüche hier. Ja. Ja, ja. Automodus können wir aktivieren, das stimmt. Und dafür habe ich eine Errungenschaft bekommen anscheinend. Ist hier denn noch irgendwas? Nein. Wir waren ja hier auch schon mal, aber anscheinend hatte ich nicht mit allen geredet. Oh, was haben wir hier? Yeah, Geheimgang. Oder auch nicht. Nee, das ist einfach nur wieder zurück. Schade. Warte, was war da? Konnte man da noch? Nein. Möchte kein Schwein sein. Vor kurzem hat seine Majestät einem Mönchmeister das Kommando über seine Leibgarde übertragen, als ob wir noch mehr militärische Macht bräuchten. Er müsste jetzt in der Herberge anzutreffen sein. Das ist doch mal interessant. Gehen wir doch mal in die Herberge. Es ist hier, Tür ist abgeschlossen. Vielleicht können wir die ja noch aufschließen irgendwann. Was mit ihm? Seine Majestät ist nicht mehr der König von einst. Früher hatte er sein Volk niemals so leiden lassen. Okay. Sids Haus, Lord Cecil, dem Himmel sei Dank, ihr lebt. Vater ging zur Burg und seitdem ist ziemlich viel Zeit vergangen. Ich hoffe, dass nichts passiert ist. Ja, das hoffen wir alle. Prinzipien des statischen Auftriebes. Autsch. Die Geschichte des Schiffsbaus. Die Vögel der Welt. Weißt du Bescheid? Sind wir in Baron? Der Baron von Münchhausen? Rosas Haus. Cecil, wo ist Rosa? Sag es mir. Sie ist dir hinterhergeeilt und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Oh Gott, und er sagt jetzt nichts, oder was? Er lässt sie da einfach so zurück und vielleicht ist sie aber auch tot. Die arme Mutter. Das tut ja einem schon leid. Schon wieder eine, die tanzt. Die Verordnungen des Königs werden immer strenger. Jetzt hat er sogar das Tanzen verboten. Was mache ich denn nun den ganzen lieben Tag lang? Das weiß ich ja auch nicht. Wie wär's, wenn du mich mal zurückverwandelst? Vielleicht kannst du das ja. Vielleicht finden wir ja irgendwas hier, weil wir hier durchs Wasser planschen gerade. Mir fehlt eigentlich so ein bisschen das Platsch-Platsch-Grott. Oh, wir finden hier was. Bronzesanduhr gefunden. Oh, was haben wir hier noch? Zelt gefunden. Und man findet Sachen im Wasser. Das ist ja cool. Das finde ich schön. Hat sich gelohnt. Ah. Kommt man hier jetzt wieder raus? Ach so. Da geht's aber nicht. Okay. Ja, Mädel, dann musst du wohl was anderes machen irgendwie, beruflich oder so. Die Tür im Westen der Stadt kenne ich. Die führt zum alten Wasserweg und der wiederum in die Burg, aber sie ist seit geraumer Zeit abgeschlossen. Aha. Findet man hier auch irgendwas? Wir sind so weit... Oh, ja, tatsächlich. Goldnadel gefunden. Phönixfeder, was man hier alles findet. Wenn man mal so ein bisschen rumirrt. Nein, eigentlich wollte ich nicht raus.
Habt ihr dieses Gerücht vernommen? Es heißt, es gäbe einen Übungsraum unter dem Teufelsweg. Unerfahrene Abenteuer erhalten dort so einige Ratschläge, munkelt man. Die Erlasse des Königs werden immer drastischer, doch wer sich auflehnt, endet wie der alte Sid. Hier ist ein Innenladen. Das wäre sehr schön, wenn wir da mal ein bisschen... Nein, nicht schlafen. Ich dachte jetzt eher so an Sachen kaufen. Tänzerin gesucht. Du bist süß und tanzt für dein Leben gerne. Bewirb dich beim Schankwirt. Ja, dann soll sie doch da tanzen. Aber sie darf ja wahrscheinlich nicht, ne? Sie darf nicht. Wer ist das? Ich halte das nicht mehr lange aus. Die Soldaten kommen her und führen sich auf, als würde die Schenke ihnen gehören. Dauert's noch lange mit meinem Bier? Wer bist du denn, Kerl? Da, guck mal. Young, bist du es wirklich? Young, welch Freude, ich dachte, du wärst nicht mehr. Und ihr seid... Stimmt, ich sehe ja jetzt anders aus. Ich bin es, Cecil. Cecil, ich habe nach dir gesucht. Dieser Mann ist ein Verräter an der Krone. Ergreift ihn. Oh. Oh, wir sind alle immer noch Schweine. Das ist irgendwie blöd. Das ist ziemlich blöd. Wir müssen endlich mal entschweint werden. Flüchten? Toll, es ist nicht möglich. Ja, also, was mache ich dann? Ich soll irgendwas machen können. Okay, wir können angreifen, aber dass so wirklich was bringt, weiß ich nicht. Oh, jetzt werden wir Wichte. Weil wir schon Schweine sind. Ja, okay. Ganz toll. Oh, einer ist schon weg. Na gut, dann... Oh, Schwarzmagie können wir wieder machen. Schwein. Werd auch ein Schwein. Wenn wir Schweine sind, bist du auch ein Schwein. Schwein. Wir nehmen mal aufhören zu flüchten. Das ist irgendwie... voll übertrieben. Naja, mach mich ruhig zu einem Wicht. Kleiner können wir eigentlich nicht mehr werden. Oh Mann, oh. Kann er nicht auch ein Schwein werden? Das hat keine Wirkung. Merkst du es nicht? Na toll. Okay, der ist ein bisschen stärker. Das ist natürlich blöd. Wie wäre es mit, so, mal wieder... Beleben? Konter hat mal wieder mit seinem coolen Wicht. Wir hätten den schon längst platt gemacht, wenn ich nicht ein Schwein wäre. Vier Schweine. Vier blöde Schweine. Oh Mann, oh, das nervt auch. Verbraucht nur meine Phönixfedern. Ernsthaft. Na endlich. Ja toll, das ist Stufe ist angestiegen. Young, erkennst du mich nicht? Ich erkenne dich sehr wohl, du bist ein gesuchter Verbrecher. Nein. Komm zu Sinnen, Young. So kämpft Young eigentlich gegen uns. Jetzt was los mit dem? Stirb, Verräter! Der ist voll stark. Der macht uns voll fertig. Ich bin es, Cecil. Ich bin dein Freund. Vielleicht sollten wir ihn besser nicht angreifen eigentlich. Schwarzmagie? Können wir da was machen? Wenn wir ihn in ein Schwein verwandeln. Die sterben mir hier alle wie die Ratten weg, sonst. Verteidige dich mal. Ist vielleicht besser. Stirb, Verräter! Ich bin es, Cecil, ich bin dein Freund. Er will ja nicht gegen ihn kämpfen, deswegen ist es besser, glaube ich, dass wir verteidigen. Nutz mal wieder eine Phönixfeder. Und du verteidigst dich wieder. Na toll, jetzt tritt er wieder zu, der Arsch.
Ihr bleibt mal schön in Verteidigung. Stirb, Verräter. Will ihn nicht fertig machen. Ja, er sagt, dass er sein Freund ist. Was können wir da machen? Ihm eine Blume schenken? Mehr als verteidigen. Ja, ja! Okay, ist gut. Durchhalten war die richtige Devise. Nein. Shit. Okay. Gleich bin ich tot. Dann greife ich an. Was soll ich sonst machen? Der sagt tatsächlich... Oh. Okay, gut. Ich sollte ihn doch angreifen. Cecil, wir wurden von Leviathan angegriffen. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Der König muss deinen Gedächtnisverlust für seine Zwecke missbraucht haben. Vergebt mir. Was ist mit Rydia und Edward? Prinz Edwards Schicksal kenne ich nicht. Verstehe, irgendwas war da noch gerade was übersprungen, auf sorry. Wo sind wir? In Baron, wir sollten uns vor neugierigen Wachen in Acht nehmen. Am besten nehmen wir uns ein Zimmer und schmieden dort unseren Plan. Okay, er ist wieder zur Vernunft gekommen und zur Gruppe. Das ist schön. Ich werde jetzt da draußen gleich sofort irgendwie ein Zelt oder irgendwas besuchen. Vielleicht ist auch gut, dass wir gestorben sind. Aber ich will endlich mal wissen, wie man dieses Schweinscheiß da aufheben kann. Sonst wären wir natürlich nicht gestorben. Ihr seid echt stark, wie ihr diese Soldaten verprügelt habt. Eine Freude. Bitte übernachtet doch heute hier. Auf Kosten des Hauses, versteht sich. Ja, cool. Dann brauche ich ja kein Zelt. Wer sind deine neuen Gefährten? Das ist der große weise Teller. Seine Tochter und Edward waren... Sie liebte Edward so sehr, dass sie ihr Leben für ihn gab. Mein aufrichtiges Beileid für euren Verlust. Ich bin Young, Mönchgroßmeister aus Fabul. Ich bin der große Palom, magisches Wunderkind aus Mysidia. Vergebt ihm bitte seine freche Art. Ich bin seine Zwillingsschwester Porum. Mönchgroßmeister, pah, man sollte meinen, bei einem Großmeister wirkt Gehirnwäsche nicht. Palom. Dein Bruder hat recht. Keine Zeit für Selbstvorwürfe. Wir müssen Cid retten. Nur wie? So einfach gelangen wir nicht in die Burg. Er hat einen Schlüssel. Für die coole Tür. Was ist damit? Ein Generalschlüssel, aber natürlich. Schließlich wurdest du zum Anführer der Leibgarde gemacht. Das sollte uns alle Türen öffnen. Baronschlüssel erhalten. Jap, damit kommen wir tatsächlich weiter. Sehr schön, brechen wir auf. Und natürlich geht es uns dann wieder gut. Ist das schön? Nein, ich möchte hier nicht nochmal übernachten. Wir haben jetzt gerade übernachtet. Na, Kleine? Vater ist ziemlich niedergeschlagen, weil keine Gäste mehr kommen. Auch in die Schenke traut sich niemand mehr, seit die Soldaten ständig hier sind. Das ist natürlich traurig. Ich halte das nicht mehr lange aus. Habt ihr die Gerüchte auch schon gehört? Cid soll in der Burg gefangen gehalten werden. Er soll sein großartiges Luftschiff überhaupt fertiggestellt haben, aber er weigert sich zu verraten, wo es sich befindet. Aha. Man kann doch da irgendwie hier den Knopf bestimmt drücken und dann kommen wir da rein, oder? Ich will die Truhen haben. Yeah. Truhen. Zwergenbrot. Zelt. Augentropfen, sehr schön. Finde ich gut. Was war hier? Da nix. Okay. Da ist nix, da ist nichts. Ein Itemladen. Einfach nur mal ein ganz normaler Laden wäre auch schön. Ist das hier vielleicht so ein Laden? Zelte gegen Gift und Portionen sind die besten Wegbegleiter eines Reisenden. Wenn ihr Großes vorhabt, solltet ihr groß einkaufen. Und das werde ich hier tun. Für den nächsten Part in Final Fantasy 4, Leute. Wir sehen uns und dann bin ich wieder hoffentlich besser ausgestattet. Bis dann!